Farbe bekennen, das zeichnet den wahren Fußballfan aus. Wir kommen aus der Eifel und wir sind letzte Nacht um 1 Uhr losgefahren und heute Morgen angekommen. 700 Kilometer zu viert im Kleinwagen und dann zu den Klängen einer Berliner Drehorgel Kraft tanken für den kollektiven Fußballrausch. Auf der Fanmeile am Brandenburger Tor. Ich sag 4-0 Deutschland. Wird Weltmeister. 2-0 Deutschland. Ich sag 4-0. Wird Weltmeister. Ich sag auch 4-0. Wer macht die Tore? Groß auf jeden Fall. Müller. Und Schweinsteiger 1. Müller, er macht immer Tore. Er ist auch Müller auf jeden Fall. Und Klose macht noch sein letztes Tor. Ja. Sein letztes WM-Tor. Ja. Schwarz-Rot-Gold ist hier die vorherrschende Farbe. An einen Sieg der Argentinier mag keiner glauben, auch eine Besuchergruppe aus Mexiko nicht. Ah, Germany. Deutschland. Wir sind in Deutschland, wir wollen, dass Deutschland gewinnt. Sie können ruhig ehrlich antworten. Nein, wir sind ehrlich. Deutschland hat besser gespielt und soll gewinnen. Hierher, so heißt es, wollen sich heute Abend die Argentinien-Fans zurückziehen. Das Gelände einer ehemaligen Brauerei im Stadtteil Prenzlauer Berg. Zu sehen ist von den Blau-Weißen allerdings noch nichts. Doch dann endlich Fans auch in Blau-Weiß. Müller gegen Messi. Im argentinischen Imbiss Madama Gaucha in Berlin rüstet man sich für alle Eventualitäten. Wir versuchen hier alle zu integrieren, auch mit der Dekoration. Wir hängen auch deutsche Flaggen auf, damit sie sich nicht ausgeschlossen fühlen. Hier erinnert man sich noch an das Finale 1990, Deutschland gegen Argentinien. Damals hat Deutschland knapp gewonnen. Ob es wieder so kommt, wer weiß das schon. Sicher ist nur, dass hier am Ende alle feiern.